I'm a Vogart, I know it hurts. Bullied by the cool kids on the first day of school, I know it hurts so bad. Let it go, let it go. You'll be better off without heartbreaks. We don't care if you know, we will never let you go. Can't take anymore, I'm under control. Dem ist nach jeder Runde immer so schlecht, dass ich so lachen muss, weil ich das kaum glauben kann, um die Wahrheit zu sagen. Wohin geht's? In den nächsten Park, ach, am Anfang. Aaron geht's nicht mehr gut, aber Team Bonnie erhält sich trotzdem noch wacker. Wir haben keinen Punkt abgegeben, muss man noch mal sagen. Und also Sky Scream ist, glaube ich, so das, was wir jetzt machen. Und hier gibt's noch eine andere Bahn, die heißt G. Pass auf, da steht's irgendwas.
GeForce heißt die. Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich gestehen, vor der, weil es hieß jetzt gerade, es geht vorwärts, rückwärts, irgendwas. Also however, jetzt sind wir im Holiday Park angekommen. Es ist 11 Uhr und wir fahren zwei Bahnen. Ja, und wir sind immer noch voll motiviert. Ja. Der Jumbo wieder. Ja. Bis später. Wir werden das schon schaffen. Und da ist ein Stück von dieser Achterbahn, die wir fahren. Hier ist noch ein anderes Stück. Da vorne ist noch ein anderes Stück. Also irgendwie ist das ein ganz schön großer Oschi. Diese Bahn, haben wir jetzt gehört, fährt 54 Sekunden lang. Also eine Minute quasi. Wenn wir 15 Fahrten schaffen, glaube ich, bin ich sowas von stolz auf uns. Und die anderen werden wahrscheinlich schon 10 Mal ausgestiegen sein. Meinst du? Ja. Egal wie viel Bonnie schafft, ich will genau eine Runde mehr schaffen. Also, wir müssen heute 15 Mal Minimum, gehen, dass die uns morgen nicht mehr einholen können. Gut, alles klar, komm, ihr Lieben, hau rein. Wir haben euch noch einen Experten da an die Seite gestellt. Mach mal, hau rein. Awkward Handshakes. Ich habe keine Ahnung, wie oft wir jetzt schon gefahren sind mit dieser Achterbahn. Fakt ist, dass Bonnie und ich ein bisschen anfangen, ein bisschen ist gut, high zu werden. Wir sehen die ganze Zeit den Aaron irgendwo rumklettern. So. Und es läuft. Ich glaube, wir sind so 10 Mal jetzt schon gefahren und wir schaffen aber mehr. 11 Mal. So, und jetzt fahren wir weiter, glaube ich. Wow. Aber wie geht's dir? Es fühlt sich an wie 111 Mal. Mir geht's nicht so gut. Ja, dem Jan ist so ein bisschen schlecht. Das ist nicht gut. Hm. Weiter geht's. Total geil. 15 Mal sind wir jetzt diese mega Achterbahn gefahren. Und im Ernst, wir hätten auch noch sogar weitergemacht, aber wir müssen jetzt wieder weiter, weil jetzt geht's weiter zum, wie heißt das Ding, zur Skyscream. Also Holiday Park hat sich erledigt. Wir haben es geschafft. Morgen geht es an die Ostsee zum Hansa Park. Ich freue mich. Wir schlafen jetzt. Gute Nacht. Wir sind jetzt im Hansa Park angekommen und machen uns jetzt frisch hier in dem wunderschönen Klo des Hansa Parks. Und ja, dann gibt es was. Okay, also wir machen uns fertig und gehen noch ein bisschen. Wie heißt denn die Achterbahn? Der Schwur des Kernan. Genau. Left at the mall, cause your mama forgot. I know it hurts. Bowling by the cool kids on the first day of school. I know.
fertig. Oh, war das krass. Ja. Das war's, jetzt geht's gleich weiter und ja, der Hansa-Park ist jetzt auch erledigt und ich finde, das ist so der Kopfschmerz-Achterbahnen-Park irgendwie. Und die neue Achterbahn, ich muss gestehen, ich würde die nicht nochmal fahren. Also ich finde die schon sehr kopfschmerzlastig. Also man kann die schon mal fahren, um zu erleben, wie es ist, aber ich finde die ein bisschen zu krass, um das dann dauerhaft zu machen. Im Hintergrund sieht man dann schon so die Attraktion. Also adios und welcome gleich zum nächsten Park. Ich glaube, wir fahren jetzt so 2 Stunden. Es ist soweit, es ist unser allerletzter Tag, wollte ich gerade sagen. Es waren ja nur 2 Tage. Es ist unser letzter Freizeitpark und wir haben hier 4 oder 5 Achterbahnen, die wir fahren. Die Einzelwertung zählt, aber bei uns zählt jetzt erstmal der Spaß. Bei denen dürfen wir nicht verlieren. Wenn man den verliert, dann macht sie mich, dann glaube ich, ist nicht mehr so toll. Und hier sind echt so ein paar krasse Gebilde. Boah, muss man sich das mal anschauen. Da wird einem echt anders. Oder auch hier. Da, also. Das sieht schon hart aus, aber wir packen das. Das ist die Limit und die ist echt krass. Man muss hierbei darauf achten, dass man immer schön nach links schaut, weil die fährt immer nach rechts. Und die macht aber schon Spaß. Also es ist cool und die Beine hängen raus. Das ist eigentlich ganz lustig. Let's make a hit and run. Coaches sind mittlerweile ausgestiegen und wir sind jetzt als nächstes bei der Holzachterbahn. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf freue oder ob ich irgendwie gleich losheule. Ich hasse Holzachterbahnen. Ja, die letzte Holzachterbahn gestern hatten wir nicht in so wahnsinnig gute Erinnerung. Ne? Nee, das ist echt so, es fühlt sich immer so schrabbelig an. Ich habe Angst, da ist sie. I know it hurts so bad. Let it go. Let it go.
aus der Kolossus alle gemeinschaftlich ausgestiegen, weil uns unser Nacken echt so wehgetan hat. Vielleicht kannst du dich... Du hast so Kopfschmerzen, gell? Ja, es ging von mir aus, dieser Vorschlag. Ich war der erste Schwächling. Aber gerne mal so nett, mit mir zusammen aufzugeben. Eigentlich ganz cool, oder? Sehr nett. So was nennt man Teamwahl. Aber es geht jetzt trotzdem weiter. Wir gehen jetzt nämlich zur nächsten Achterbahn und bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ich glaube, das ist dann die letzte. Das ist dann die 15. Achterbahn. Okay, also dann auf zum nächsten Gerät. Welcher Park hat dir eigentlich am besten gefallen? So als Park hat mir Phantasialand am besten gefallen. Es war irgendwie so von der vom Design und von dem ganzen vom Rundum-Design fand ich es wahnsinnig detailreich. Und es war voll süß, gell? Süß, total niedlich. Ja, ja. Total cool. 2 Tage, 5 Parks, 15 Achterbahnen.